Jo Freunde, was geht? Es ist wieder Dienstag und dieses Mal machen wir weiter mit 20 Chroma 2 Cases. Und ja, hier die, wie ihr seht, die Schlüssel gerade ganz frisch gekauft, der fett aus dem Steam-Markt, ja. Nein, Quatsch. Direkt von CSGO natürlich. Und mit dabei ist Paddy, sorry. Was ich mich frage, warum kaufen Leute die Keys aus dem Steam-Markt? Das frage ich mich. So, also wie gesagt, 20 Stück. Und ich würde einfach sagen, ich fange jetzt an. Ich habe genau 20 Cases, ja. Und es geht los. Wünsche mir Glück. So. Nein, es wird doch keine Elite-Build. Mann, ich will endlich mal eine Elite-Build haben. Aber nein, ich krieg so eine Man-Over. So. Das ist ja die Negif, eine Negif Mean Over. Ich hoffe mal, dass mein Speicher und der Festplatte jetzt nicht voll ist, weil wir haben gerade schon CSGO aufgenommen. Moment. Oh, eine AWP Godworm. Ja, du bist eher so der... Du magst ja zum Beispiel auch die... die Mana One AWP und das andere, weißt du? Deshalb, warum, ich sag mal, warum nicht, wa? So. Ich darf jetzt bloß aufpassen, dass ich keine falschen Keys öffne. Oder war eine Stat-Track Manover? Nein, Keys. Dass ich keine falschen Keys benutze. Nein, einfach nur, weil ich habe ja noch welche von... Ich habe noch welche, wo ja dieses scheiß Steam Guard schon weg ist, weißt du? Finde ich gut. Komm, wir ziehen wir eigentlich nur blau. Komm schon, wenigstens lila, ja? Bitte. Ich hab ne Elite-Build! Was ist denn da? Oh, Leute, sieht Factory New aus. Ah, Minimalware. Finde ich einen richtig geilen. Ich hab ne Galil Echo schon wieder. Das ist auf jeden Fall viel testet. Was? Minimal? Ne, viel testet. So, jetzt, ich merke schon irgendwie, jetzt geht's irgendwie los. Ich hab noch eine Galileo. Was ist los, Leute? Was ist los? Well worn. Heilige Scheiße. Ich schwätz noch davon. Ja! Eine Stat-Track Negev. So, weiter geht's. Oh Mann, ey. Puh. Und nochmal eine Negev. Uiuiui. Oh, mein Ohr juckt. Oh. Vielleicht, wenn wir sogar Glück haben, reicht's für einen blauen Trade-Up. Dann können wir dennoch hinterher machen. Und nochmal eine Elite-Build. Oh, ist einfach wunderbar. Ich liebe die Collection, die ist einfach nur... Ich bin sprachlos. Ja. Okay, ich dachte schon. Lol. Kann man machen, muss man nicht. Okay. Alles klar, mache ich. Oh. Echt? Oh, ne Stat-Track. Ne Stat... Oh, die ist aber scheiße. Was ist denn die? Well-worn. Oh. Wie meinst du? Alles klar.
Ja, guck jetzt, 2 Galil Echo, das ist eigentlich, da hat Gabe eigentlich schon, da hat eigentlich Gabe schon alles getan. Ne, Sword of Origami. Ach du Heilige. Ja, so, ich hab noch 4 Keys und 3 3 Cases. Ah. Okay. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Und nochmal eine P250 Valenze. Guck, ich habe vorhin gesagt, es kommt einfach nur blau und dann kam 2 Galil Echo. Ja gut, also am Ende auch nur noch blau, wie gesagt, hier die 2 Galil Echos. Es war, da war mir eigentlich schon klar, dass wir dann nur noch blau ziehen. Aber das reicht es für ein, ja, das reicht sogar für ein Trade-Up. So, dann packen wir mal die ganzen Negatives rein, die will eh kein Schwein. Hey, das reimt sich sogar. Ich bin... Ja, das war ungewollt. Natürlich war das ungewollt, denkst du, ich will extra heim. So, die Elite behalte ich mal, weil die möchte bestimmt jemand. Oh, was ist denn das? Das ist Factory New. Battles Card, Field Tested. Factory New. Was packe ich da jetzt noch rein? Ich nehme mal das da. Gesundheit. Oh, nochmal eine Wormgott. In Minimal Wear. Und einmal in Factory New. Also da würde ich auf jeden Fall mal sagen, ich muss mal kurz gucken, wie viel die wert ist. Die ist noch wert. Oh, 4 Euro. Wie viel ist die wert? Ja, also ich sag mal so, 20 Euro habe ich da wieder rausgeholt. Kann man schon lassen, oder? Und da will ich einfach mal, oh Gott, die hätte ich, die Stat, ja, warte, wie viel Stat-Track Blau habe ich denn? Ah, da hätte ich genau 10. Ja, aber von denen spiele ich viel selber. Jetzt pass auf, mach kurz einen kleinen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind zurück. Ich habe hier noch ein paar, ja, so ein paar Low Skins dazu gekauft. Patty ist immer noch dabei. Ja. Let's go. Irgendwas Blaues. What? MP7 Armor Core. Ja, ich sehe es gerade, da ist überall ein Haken drin, außer bei der MP7. Also gut. M47. So, das kommt da rein. Kommt da eine
Sort of, ich müsste eigentlich genau richtig gekauft haben. Weil dann mache ich hier so und mach da so und mach da so und mach da so und mach da so, ja. So, das ist hier unsere Auflistung. Und dann würde ich einfach mal sagen, was würden wir denn rausbekommen? Im besten Fall eine AWP Wormgott, würde ich mal sagen. Und es ist alles. Ja, es ist alles Chromatur und ich sage gleich mal auf Proceed. So, das hier. Hier kommt was, ja. So. Oh, ich kann ohne Unterschrift. Das ist Weizen. Ja, oh, das ist Weizenfehler, ich weiß. Ich weiß. Das ist jetzt bestimmt die UMP. Oh nein, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Oh, die Wormgott. Insta-Track. So, was ist das? Wenn es minimal ist? Minimal Wear. Okay, was ist denn die Wert, bitte? In der Chromatur kenne ich mich noch nicht so aus. Oh, halt, stopp, warten. Die ist noch 18 Euro wert. Ja. Voll, Alter. Ich hab jetzt etwa... Ich sag mal so 60 Skins für die restlichen 8 noch ausgegeben. Also für jeden. 60 Cent. Und wenn man allein nur das betrachtet, habe ich jetzt eigentlich... Ich sag mal so, ich bin etwa mit gleich viel rausgekommen. Sagen wir mal so. Ich bin etwa mit 0 rausgekommen durch deine Cayman und die Electric Hive, was du mir zurückgegeben hast. Aber endlich, Leute, endlich haben wir die Elite-Build. Und ich habe... Oh, ich habe wieder was auf für CSGO Launch. Achso, das geht ja nächste Woche. Boah, kurz. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das noch alles... passt noch alles. Ah ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, tschüss.